Hallo meine Lieben! Hallöchen liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal vielen lieben Dank für das ganze positive Feedback gegenüber unseren recht kläglichen Versuchen in der letzten Folge. Aber wir dachten, weil ihr das so gefeiert habt, setzen wir uns einfach nochmal dran, um ja gemeinsam die Horrorspielwelt zu erobern. Und ich hatte mir beim letzten Mal überlegt, hey, lass uns doch mal eine Runde vom guten alten Slender spielen. Dann habe ich mich gerade dran gesetzt und ein bisschen getestet. Und ich fand's voll scheiße. Also habe ich gedacht, wir spielen einfach mal was viel Besseres. Okay, und was ist das? Vic! Okay. Das beste Slender in deiner Stadt. Für alle, die es nicht wissen, Lena ist meine Freundin und hat auch einen YouTube-Kanal und die größte Lust, jetzt mit mir zusammen Vic zu spielen, was prinzipiell das bessere Slender ist. Der einzige Unterschied ist, dass es geiler aussieht, viel, viel gruseliger ist und wir statt Zettel sammeln unsere Unschuld behalten müssen. Dann bin ich ja mal gespannt, was du mir hier heute ausgesucht hast. Nur das Beste. Das habe ich übrigens mal vor mehr als einem Jahr gespielt. Ich verlinke euch unten mal das Projekt. Das war mega, mega geil. Und ich glaube, die Story ist, dass hier im Wald mal irgendwo ein kleines Häuschen stand, was abgebrannt ist, worin eine Familie gewohnt hat. Ich grusel's jetzt schon. War toll. Und die Kinder hat man nie wieder gefunden. Oh und Gott. Legenden sagen, dass sie noch immer hier im Wald sind. Jetzt habe ich gerade eines unserer wertvollen Streichhölzer verschwendet. Weil ich eben der Chef bin. Ja, wir müssen prinzipiell nur ein paar Minuten überleben. Und ein paar Minuten? Ja, ein paar Minuten in diesem Spiel, also okay. Wie bei FNAF beim letzten Mal. Und die Kerzen, die gehen hier nach einer Weile aus. Das heißt, wir müssen immer dahin gehen, wo es blinkt. Na toll. Was passiert denn da jetzt? Weiß ich nicht. Kommt da niemand? Ich weiß überhaupt nicht, was passiert, Leute. Hütte. Ich weiß es auch nicht mehr. Na toll. Da leuchtet's. Wir müssen dahin, da ist eine Kerze. Weil wenn die ausgeht, dann sind wir viel mehr gefährdet. Ja, hat's doch gerade irgendwo geblitzt? Ja. Hast du es funkeln sehen? Ja! Oh Gott! Ich bin heute darauf nicht vorbereitet. Alter! Ich schon moralisch. Wow! Ich habe mich gerade ein bisschen eingekackt, muss ich sagen. Wo ist eine Kerze? Ich sehe nicht. Da höre ich was. Huh. Ja, das war nichts Freundliches. Das war nur eine Eule. Wir haben gerade unsere Kerze verloren. Ah, toll. Okay. Also, ich guck da mal wieder an die Wand. What the fuck? Okay, wir müssen wegrennen. Rennen. Ich glaube, das war der erste. Von dem müssen wir wegrennen. Die funktionieren nämlich alle unterschiedlich. Nein! Hilfe, Adrenalin ist ausgeschossen. Ach ja? Ja, auf jeden Fall. Meine Pumpen laufen auf Hochtouren. Oh mein Gott. Ich bin gerade mächtig überfordert. Ich bin gerade mächtig schlecht in dem Spiel. Wir müssen jetzt nur eine Kerze finden, weil es ist verdammt dunkel. Da. Die Frage ist immer, wo? Wie ewig weit weg. Hast du es nochmal gesehen? Da vorne. What the fuck? Und wir können uns nicht wehren gegen diese... Nein, wir können weg. Ich glaube, wir müssen weiter nach links. Echt? Glaubst du das? Ja, weiter nach links. Wirklich jetzt? Ja, da, wo es heller ist. Da, wo diese komische... Hier ist der Schulbus. Ja, genau, wo dieser Bus ist. Okay, das war die Hälfte. Was heißt das? Der Gong ist die Hälfte. Okay, achso, ich wusste nicht, ob das oben drin ist. Also nicht. Alter! Guckt da mal nicht hin, wenn es euch nichts ausmacht. Wow. Ja, das passiert, wenn man keine Kerzen findet. Ich war gerade echt zu blöd. Okay. Nee, sie waren übelst weit weg. Ja, ich habe die nicht gefunden, die ich zuerst gesehen habe. Das war das Problem. Ich habe da auch die Orientierung. Boah, krank, ich ey. Krankes Spiel. Ich habe schon wieder vergessen, wie gruselig das ist. Okay, ich würde sagen, wir probieren es doch einmal, beziehungsweise ich, und dann darfst du. Ich will nicht. Oh ja, doch, du willst. Du weißt noch gar nicht, dass du willst. Aber sowas von willst du. Es gibt einfach Dinge im Leben, die müssen getan werden. Wie Wäsche waschen. Okay. Und Steuererklärung machen. Und Wick spielen gehört nämlich auch dazu. Aha. Hm. Und sich unter der Bettdecke verkriechen ist keine Option. Nein, nicht heute. Oh ja, wenn ich meinen langen Arm ausfahre, dann... Dort. Ja. Ja, ist gut. Das ist das Zeigste. Ach, da. Hier ist eine Kerze. Wir müssen jetzt gucken. Ich weiß nicht mehr, wie man das überträgt. Ich glaube, mit... Okay, und jetzt? Also mit E? Und dann mit F anzünden. Okay, das ist easy. Das kriegst du auch hin. Da. Da. Geradeaus. Okay, jetzt F. Ja, schneller. Hilfe. Angst. Passiert doch noch gar nichts. Doch. Noch nicht. Aber es atmet irgendwas in unserem Nacken. Das ist... Ah! Oh, siehst du? Ich seh's doch! Oh Gott! Da atmet was in unserem fucking Nacken.
Was ist denn mit deinem Nacken? Okay, diesmal kriegen wir es hin. Wir haben ohne Kerze bis zur Hälfte durchgehalten. Das soll uns erstmal jemand nachmachen, finde ich. Also mich hat das extrem motiviert. Was guckst du denn da hin? Ich gucke mir den Baum an. Ich interessiere mich für Botanik und die Schönheit da der Natur. Da ist ein Zaun. Da ist ja ein Zaun. Ich laufe ja nicht rein. Doch. Da können wir nicht raus. Leute, ich habe Angst. Das macht das Spiel realistisch. Na toll. Da kommt bestimmt gleich was raus. Nein. Hilfe. Wir befinden uns hier auf Privatgrundstück. Oh, da vorne ist eine Kerze. Aber merkst du, dass die kommt viel weniger, wenn wir eine Kerze haben? Mhm. Im Gegensatz zuletzt. Da war diese... Hab ich gehört. Ich bin nicht ganz minder bemittelt. Ein bisschen vielleicht schon. Da kommt gleich, oder? Da war schon wieder irgendwas. Nein, okay. Nein, dreh dich um, schnell. Oh Gott. Macht dir Angst? Ja, alles verstehe ich. Okay, da war die Hälfte. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hi, grüß dich. Na, moin. Jetzt hast du dich einmal umgedreht. Natürlich folgt er dir. Grüß dich. Ich dachte, ich moonwalke von dannen. Wenn man das halt so macht. Ich habe jetzt Mut gefasst. Eine Aufnahme. Nein, oh nein, er kommt jetzt. Wir brauchen gleich eine Kerze. Wir sind voll am Arsch. Toll. Ich sehe überhaupt nichts. Also jedenfalls keine... Keine Kerzen. Gut. Ich auch nicht. Hier drin ist normalerweise eine. Normalerweise jetzt nicht. Bei unserem Glück. Bist du bereit? Die Augen zu halten? Nein, ja. Oh shit. Der Baum lebt. Hilfe. Warte mal, Das ist das Ding jetzt, wenn wir den jetzt abschütteln, dann befindet sich irgendwo so ein ganz alter Stumpen von uns. Wir haben ja irgendwo unsere Kerze abgestellt. Ich weiß noch nicht mehr wo. Ach so, die können wir wiederfinden. Ja, die steht ja hier noch oben. Oh Gott. Was? Oh Gott. Shit. Nein, machen wir nicht, ne? Ich glaube, die Nacht ist bald vorbei. Bei der zweiten kommen aber zwei Gegner, mit denen darfst du dich dann rumärgern. Oh, danke, Chef. Schön, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ja, genau. Exactly my thinking. Ich würde bestellen. Da. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott. Aber da war letztes Mal dieser... Oh Gott! Warum? Ich dachte, er kommt von hinten. Ich mache aber wieder die Augen zu. Ich weiß immer noch nicht, was passiert. Er prügelt dich nur. Also prinzipiell... Und dann stirbst du aber trotzdem. Ja, okay. Du hast die Ehre. So, Leute. Lena versucht jetzt mal ihr Glück. Easy. So, jetzt hast du eine Kerze. Nein! Hast du sie gedroppt? Geh wieder hin. Wow, Leute, ich bin super! Du bist die beste Wegspielerin, die jemals in diesem Zimmer saß. Wir müssen jetzt eine neue suchen. Eine neue Wegspielerin, ne? Bestenfalls, nein. Eine neue Kerze. Rechts. Noch weiter rechts? Rechts, so. Baba! Da! In der Tat. Du bist so ein bisschen wie Rotkäppchen. So hieß sie doch, oder? Die mit dem Wolf? Ja. Aber in deiner Geschichte würde es keinen Wolf geben. Nee. Und in unserer Leute, auch nicht. Für ähnliche Sachen. Schnell weg hier! Nein, der kommt nicht. Das war nur ein... Ruhig bleiben! Und weglaufen! Schnell, trotzdem. Hast du ein Lied, was dich beruhigt? Nein. Alle meine okay, Engchen. Dann halt nicht. Nein, durch den Wald. Nein, wir spazieren überhaupt nicht durch den Wald. Wir verstecken uns unter dem Sofa. Kommt ein kleines Monster. Macht dich ganz schön kalt. Ja, toll, danke. Wenn da vor dir einer vom Baum runterspringt, dann musst du dich ganz schnell umdrehen mit der Maus. Wow, du hast die Hälfte geschafft. Ah, toll, super. Ja, es ist super. Okay, ich sehe aber keine neue Kerze. Hast du ein neues Licht gesehen? Vorhin mal. Vor 100 Metern, ne? Oh, jetzt wackelt's ganz doll überall. Hast du super gemacht! Renn einfach geradeaus! Da hinter uns ist irgendwas, Fackel! Jetzt nicht mehr. Alles okay. Ich muss dazu sagen, Lena spielt halt nicht, deswegen ist hier diese ganze Steuerung halt total fremd. Ups, fuck it, ist es aus. Ja, ist jetzt es ist aus. Dunkel. Mit uns ist es aus. Also ich nehme an, wir sterben gleich. Ich hoffe, ihr habt euch darauf nur vorbereitet. Nur nicht den Mut verlieren. Du gehst jetzt Willis da, du erklimmst jetzt ich komme da nicht weit her. Ey, wenn du das jetzt schaffst, ne, da fresse ich voll den Besen. Oh, nein. Du brauchst, glaube ich, nicht rennen. Du musst dir deine Stamina aufheben, wenn er kommt. Du hast recht. Ey, geh mal am... Ja, geh immer so außen lang. Vielleicht ist das die Strategie. Strategie, Leute. Ich bin mit Strategie unterwegs, Leute. Das hast du dir gedacht, ne? Vor allem, weil wir... Psst. Das fucking dunkel ist hier. Oh, scheiße, hier ist... Oh. Am besten in eine Richtung... Was war das? Leuchtet es da hinter dir? Ja, es leuchtet hinter mir.
Aber es macht mir irgendwie Angst. Ich glaube, du hast gerade aus Versehen die Streichhölzer weggeschmissen. Kann das sein? Ach, du hast gar keine Streichhölzer mehr. Ja gut. Das heißt, es nützt dir auch nichts, wenn wir jetzt eine Kerze finden, glaube ich. Oder? Mach mal, drück mal F. Doch, du hast noch eins. Toll, super. Okay, jetzt weiter, lauf, renne. Oh, Alter, lass den fucking Streichhölzer. Haben wir es jetzt endlich geschafft, Seth, bald? Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Ich will eine Uhr. Ich will sofort eine Ich hoffe, Uhr. Die zweite Hälfte ist nicht länger. Wir haben es geschafft. Ey, du hast es geschafft. Yes. What the fuck? Wer frisst jetzt ein Besen, ey? Okay, geht auf den Hammer. Geht auf den Hammer. Nein. Oh mein Gott, Leute. Gruselig. Sie hat's gemacht. Wir haben ohne Scheiß nur 3 Spiele gespielt. Das war jetzt nicht... Also wir haben vorher kurz die Steuerung geübt, aber nicht das Spiel an sich. Krass. Ich bin stolz auf dich. Danke. Ja, lass dafür auf jeden Fall gerne mal einen Daumen nach oben da. Und genauso, wenn ihr mehr sehen wollt, vielleicht spielen wir dann beim nächsten Mal... Ja, ich suche mir was anderes raus. Ja, oder schreibt was in die Kommentare. Ja, genau. Oder macht gerne Vorschläge für Horror-Games. Und dann schauen wir uns das mal an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön, Leute, fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao.